liebes Kind. Ich habe noch nicht ernstlich wehgetan, ihr fürstliche Gnaden. Dass ihre Gnade entzückt ist, mich zu sehen. Und wie sollte euer Gnaden nicht, was tut die frühe Stunde unter Personen von Stand, hab ich nicht sehr zeitwahrhaftig nachgedacht, unserer Fürstin Brioche meine Hoffnung gemacht, dass sie im Ort gesessen ist, mit nix als einem kleinen Wandschirm zwischen ihr und mir. Ich muss mich wundern, wenn euer Gnaden mich fragt. Ja, man hat sich betragen, wirst befohlen. Ich hatte diesen Morgen die Migräne. Ich will noch jetzt, noch mit Gott wohl. Der Wetter wird dann vielleicht die Gnade haben. Natürlich. Meine Kammerzofe, ein junges Ding vom Lande. Ich muss fürchten, sie kommodiert euer Lebt. Gott allerliebst, wie? Nicht im geringsten, mich im Gegenteil. Euer Gnaden werden vielleicht verwundert sein, dass ich als Bräutigam in des inzwischen... Als Bräutigam? Ja, wie euer Gnaden denn doch aus meinem Brief gelobt hat. Der Brief, natürlich, ja, ein der Rasser, Brief. Ein Rasser, der ist wirklich eine Fuß. Ich habe den Namen auf der Zunge. Wie, wohl jung, gesund, gewaschen. Er ist doch gebraucht. Das Fräulein Fahnenheil. Habe euer Gnaden den Namen nicht verheimlicht? Natürlich! Wo habe ich meinen Kopf? Bloß die Familie sind keine Hiesigen. Jawohl, euer Gnaden, es sind Hiesige. Nein, durch die Gnade ihrer Majestät geahnt. Aber die Lieferung für die Armee, die in den Niederlanden steht. Ich sehe, euer Gnaden runzelt ihre schöne Stirn auf der Messalliance. Allein, dass ich es sage, das Mädchen ist für einen Engel hübsch genug. Kommt frischwegs aus dem Kloster, ist das einzige Kind, dem Mann gehört 12 Häuser auf der Wien. Nebst dem Palais Hof und seine Gesundheit soll nicht die beste sein. Mein lieber Vetter, ich kapier schon, wie viel's geschlagen hat. Und mit verlaufersten Gnaden, ich denke mir, Gott adeliges Blut genug gebleibt zu haben. Vier oder zwei, man bleibt ja schließlich, wo es man ist. Und wo nimmt man kommt, bevor tritt, wo er ihr gehört, wird man der Frau gemahlin, um zu verschaffen wissen, und was die Kinder anlangt, wenn sie denen den goldenen Schlüssel konzidieren werden. Warene, sie werden sich mit den 12 eisernen Schlüsseln zu den 12 Häusern auf der Wien zu getrösten wissen. Gewiss, oh sicherlich, dem Vetter seine Kinder, die werden die Beine dort verschotten. Warum gelassen die Schokolade? Geruhe nur da! Wieso denn? Wenn ich euer Gnaden gestehe, dass ich so gut wie nüchtern bin. Oh ja, dann kommen Sie her, Sie seiner Liebe. So gut bin ich an euer Gnaden. Sitz im Reisewagen seit 5 Uhr früh. Ich denke, ich werde es nicht. Bleib sie hier mit Herz. Ich habe ja was zu sagen. Meine ganze Lüfte, Stolpraschen gehen alles. Wolle sollte dem Hof zusammen meinem Almosenje. Hat sie noch ein Biskutter? Bleib sie noch, sie ist ein süßer Engelschatz. Ein Zauberer, sie darf den Weg zum weißen Rotz, wo wir logieren. Heißt bis übermorgen. Ich geb was Schönes drum mit dir. Bis übermorgen. Und wir auch zu scharmazieren wie. Dann ziehen wir ins Halle vom Fahnenhall. Natürlich.
muss ich vorher den Bräutigam verführen. Will sie denn nicht warten? Alle wohlgeborene Jungfraute deputieren, der die Silberrose überbringt. Nach der Hof an den geflogen ein. Ich von der Verwandtschaft habe nur geblieben für dieses Ehrenamt auszusehen. Die Regierer über euer Gnadenrat schlafen soll, hat mich so viel gemacht. In Reisekleidern, bei der heutigen BW, gemäß brieflichen alter Devotion getaner Bitte. Ich bin doch nicht so unglücklich, mit dieser Devotestät zu blicken und missfallen. Natürlich, wieder einen Aufführer, für eure Liebste. Sie kennt aus mir noch große Unte. Aus der Verwandtschaft. Sie hat das Zepter zu. Wie, wenn Vetter Lampür, und ich werde... Rieslich. Euer Gnaden, euer Schätzchen. Will er mit mir zu Abend essen, Vetter? Sag mir morgen, will er? Dann proponiere ich im Eilen. Euer Gnaden, sind ihr Herablassung, Sir. Dass sie mir wiederkommt, ich geh nicht mehr fort. Oh, Maxilina, kann ich dem Vetter für jetzt noch billig sein? Ich schäme mich bereits. An euer Gnaden und Tari eine Rekommendation, erwerbe mir lieb. Es handelt sich um den Ehevertrag. Mein Notari kommt öfters des Morgens. Schau sie doch mal an, ob er nicht in der Antischambe ist und wartet. Das kann man so von euer Gnaden, der hat sich der Bedienung um meinen Willen. Lass er doch, wenn das überbrüllig geht. Los, geliebte Zung, bleib sie doch zu ihrer Gnoten nicht. Es kommt ja mehr von der Livre herein. Ich lier sein soisches Goldkind, meiner Söhn, nicht unter das infame Lakaien folgt. Euer Lieben sind heute besorgt. Ach, hab ich's nicht gesagt, er wird euer Gnade zu Bild bekommen. Hab ich meine Notar in der Vorkammer wartet. Fürstliche Gnaden haben den Notari, dann den Verwalter, dann den Kugelschiff, dann von Exzellenz Silva hergeschickt, ein Sänger mit einem Flötisten. Ansonsten das gewöhnliche Bagage.